Mann, Snipes, ich verstehe ja, dass du dich freust, dass ihr heute 4 Jahre alt geworden seid. Aber geh den Leuten nicht jedes Mal mit deinen super späten Videos auf den Sack. Ernsthaft. So, ihr Schlingel, was geht? Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video auf dem Vibes-Klang-Kanal. Und zwar gibt es heute mal das 4-Years-Commentary. Hashtag 4-Years werde ich dieses Video, denke ich mal, einfach nur noch nennen. Denn die 4-Years-Montage ist ja im Endeffekt schon hochgeladen. Beides natürlich absolut oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr merkt schon, ich habe einigermaßen gute Laune nach dem letzten Video. War ich ja etwas downer, weil ich dieses Seminar und so machen musste, so inshallah, wisst Bescheid, ist halt so ein bisschen kacke und da, ja. Und heute war ich auf jeden Fall bei Vorschule und habe Geld bezahlt und die rufen mich jetzt an, wenn ich Aufbauseminar machen kann und so, wisst ihr Bescheid, ich Hauptschule, deswegen nicht so gut Deutsch, ja. Und ja, was habe ich heute eigentlich mit euch zu besprechen? Eigentlich nicht wirklich viel. Ich wollte euch einfach bloß mal Danke sagen für die bisher schon mega geilen 4 Jahre, auch wenn es Höhen und Tiefen gab und wir aktuell auch in einem mega großen Tief sind, was jetzt die Aufrufzahlen angeht. Trotzdessen seid ihr, glaube ich, mit so die krasseste Community, die ich kenne, denn ihr liked die Videos trotzdem des Todes. Also das ist absolut krank und ich hoffe, das bleibt in nächster Zeit auch so. Deswegen, wenn euch das Video bis jetzt schon gefällt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und schreibt gerne einen wunderschönen Kommentar, denn ich lese mir eure Kommentare eigentlich immer super, super gerne durch, also no joke. Und ich gehe auch auf die meisten Kommentare ein. Also wenn ihr irgendwie eine Frage für mich habt oder whatever, stellt mir die gerne in den Kommentaren. Ich werde da meistens drauf antworten, auch wenn es das in einem Video ist oder so, aber ich werde das meistens alles beantworten. Ist ja sowieso nicht so viel. Und ja, über was will ich heute eigentlich so mit euch reden? Ich will heute eigentlich bloß ein bisschen über den Werdegang von Vibes reden und will mich heute noch bei ein paar Leuten bedanken, die einfach dazu beigetragen haben, dass Vibes jetzt einfach das ist, was es jetzt nun mal ist. Und ja, der Werdegang von Vibes, ich denke mal, viele, die uns jetzt schon seit längerem, also vielleicht schon seit Jahren, 1, 2 Jahren oder 3 Jahren verfolgen, die wissen, dass die Videoqualität stetig gestiegen ist und mittlerweile sind wir, glaube ich, auch auf so einem kleinen Höhepunkt, was die Videoqualität angeht. Also zumindest ich gebe mir mittlerweile, glaube ich, so viel Mühe für die Videos, wie ich es bis jetzt noch nie getan habe. Und wie gesagt, das merke ich auch an den Like-Zahlen von euch und auch an den Kommentaren von euch. Also super viele schreiben in die Kommentare, dass ihnen die Videos in letzter Zeit mega gut gefallen, auch vom Schnitt her und einfach so die kleinen Jokes, die ich nebenbei so am Rande mache. Nichts mehr hier mit Joke, jetzt ist alles tot ernst. Und dafür wollte ich mich einfach bloß nochmal riesig, riesig, riesig bei euch bedanken. Gerade bei so mega aktiven wie Lucky Brot zum Beispiel zurzeit. Oder auch ein paar andere wie der gute alte Gerrit, aka Practice. Und ja, jetzt will ich mich einfach bloß nochmal bei ein paar Membern bedanken, die Vibes jetzt wirklich schon ein sehr, sehr, sehr langes Stück begleiten und auch immer noch ein Teil davon sind, auch wenn sie vielleicht nicht mehr im Clan sind oder whatever. Trotzdessen möchte ich mich hier auf jeden Fall beim Erik aka Vibes Kiba, beim Vibes X-Kato, beim Vibes Gravity, bei Vibes X-Suicide, bei Husky, bei... Ich bin gerade am überlegen, bei Vibes X-Kaibe möchte ich mich bedanken, bei Vibes Kiko möchte ich mich bedanken, bei Vibes X-Pay möchte ich mich bedanken, bei Vibes X-Mystery möchte ich mich bedanken, bei Vibes X-Girl möchte ich mich bedanken, aber am meisten will ich mich bei Vibes X-Community bedanken. Einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön für die bisher super geilen 4 Jahre und ich hoffe mal, das werden auch noch weitere schöne Jahre, Monate, whatever mit euch. Und ich hoffe mal, wir gehen jetzt langsam so auf die 2K zu, auch wenn es jetzt eher nicht danach aussieht. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne diesen Kanal teilen und vielleicht kriegen wir ja so wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich meine, klar, hört sich das jetzt hier irgendwie nach Rumgeheule oder whatever an oder dass ich irgendwie nach Abos oder nach Likes battle. Aber im Endeffekt ist es euch freigestellt, ob ihr die Videos teilt und ob ihr uns supportet und whatever. Das ist komplett eure Entscheidung, also ich zwinge euch dazu gar nicht. Und ja, einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die ganze Vibes-Crew. Ich liebe euch alle, das wisst ihr, denke ich mal auch. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr immer zu mir kommen, das wisst ihr. Und ja, auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Notification-Crew, aka die absolut aktiven unter euch, wie beispielsweise eben den Lucky Brot, den Vibes X Crank oder auch ganz, ganz andere Leute wie zum Beispiel Zoe, eben Vibes X Suicide, Chizoma, whatever, wie ihr sie auch immer nennen wollt.
Und ja, wie gesagt, ich möchte mich einfach nochmal riesig, riesig bei euch bedanken. Ja, habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 6. Mal in diesem Video gesagt. Es tut mir auf jeden Fall leid. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Vielleicht fanden einige von euch das Video unnötig, aber ich persönlich finde, dass einfach so eine Danksage einfach mal jetzt wieder sein musste nach so einer langen Zeit. Denn das letzte Mal, wo ich mich wirklich richtig krass bei euch bedankt habe, ist schon ein bisschen her. Und deswegen, ja, wünsche ich euch noch, wie gesagt, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Kommt nachher gut ins Bett. Ja, jetzt ist es gleich 20.30 Uhr. Ich denke mal, ich werde das Video gleich noch hochladen. Deswegen das Pre-Intro. Und ja, wie gesagt, ja, haut rein, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.